die andere Richtung kreisen. Angenehme Bewegungen. Rotieren, drauf, Zehen drauf, so und so. Beide Zehen kreisen.
Wir fangen jetzt mit dem Sonnengruß. Machen zuerst langsam. Surya Namaskar. Nagel hoch. Ja. Wir müssen noch vorbeugen mit der Nasana. Uttanasana, halbe Vorbeuge, lange wir unsere Zeit nach vorne, lange nach dem Bauchnabel einziehen. Uttanasana, zwei Schritte zurück, die Planke, Balakasana. Können wir jetzt entweder auf Knie drauf gehen oder so, aber Chaturanga. Kopf und Schultern zum Deckel drücken. Ujjanasana, Cobra. Und wir wechseln auf die Hund, wo aber du jetzt einfach unter Svanasana bleiben hier. Marschieren. Drück Fäse rechts und links zu Boden. Du kannst die Arme und Rumpf auf eine Linie bringen. Zwei große Schritte nach vorne. Aufrollen. Und mach jetzt alles ein bisschen schneller. Yatmarm hoch. Fuß halbe. Vorbeuge. Yatmarm Fuß. Zwei Schritte oder Sprung. Die Magenbogen schnuppern. Yatmarm Cobra. Fuß schnuppern aufs Grund arbeiten. Zwei Schritte oder Sprung. Yatmarm hoch. Fuß. Halbe. Yatmarm. Zwei Schritte oder Sprung. Die Mappe umschneiden. Yatmarm Cobra. Fuß auf den Grund. Zwei Schritte oder Sprung. Machen wir letzte Wort. Yatmarm. Fuß. Atmen, aus. Zwei Schritte oder Sprung. Chaturanga. Cobra. Und. Zwei Schritte oder Sprung. Den Bein hochkriegen. Arm kriegen. Beuge links. Mit dem Fuß entweder so oder so. Oder ganz hoch an Oberschenkel. Ruhig, vorsichtig durch auf einen Punkt. Rechte Hand, rechte. Vorne schieben, halten. Darm nach vorne, Beine hin, Krieger 3, Drachadrasse 3. Und mit dem Tiefer auf die Hand abstützen, schiebt Fuß zum Deckel. Griffen wir auf rechte Hand verteilen und linke Hand lösen auf die Seite. Und versucht die linke Hand rechte Fuß zusammenschließen. Können so bleiben oder mit dem Gesäß runtergehen. Ein paar Schritte zurück. In der letzten Punkt runterholen. Rechte Bein hoch. Die rechte Fuß vorne, zwei
wieder dran. Wir rufen die Hand vor dem Herz. So bleiben oder rechte Arm unten durchschieben, Hand aufstellen und rechte Fuß nach vorne schieben. Oberschenkel.
linke Bein, linke Knie. Beine hinter nach vorne strecken, so parallel zum Hosenkopf. Vorsichtig ruhig auf einem Boden. Und dann bei tiefer genug Handabsturz, schiebt jeder Fuß zum Weg. Das ganze Gewicht mal auf linke Hand verteilen, rechte Hand auf die Seite. Wenn das von rechter Hand und linker Fuß zusammenschließen. Und vorwärts. Linke Bein hoch. Rumpf und Darm auf eine Linie. Macht einen großen Schritt zwischen der Hand nach vorne. Ja. Hand an das Vorderherz, die Hofrippe. Da, Seite gerade links. Und Abstieg zu links erfahrt. Und die rechte Hand in die Schuhe. Wir müssen die andere Seite wechseln. Die Mitte zurück. Und versuchen beide Beine strecken. Fies parallel. Rücken gerade und lang mit dem Schienbein abstützen. Ganz wie Schor und Schultern drauf. Hochnabel ziehen. Und auf Handabstand schiebt man zum rechten Fuß, das ist noch tiefer hoch. Die Mitte zurück. Thank you.
Lehnwagen unten durch, sodass die Knicker auf den Oberarm draufkommt. Und könnt auch so bleiben oder Fuß nach vorne schieben.
Schieb linke Arm auf die Seite. Abbringen. Achtung, ruhige. Linke Fuß zum Boden und zum Fuß zurück.
Beispiel zum Unterarm, Bein zusammenschließen. Ich habe auch andere Reaktionen. Wenn ich das Fußball in den Fuß. Und wenn ich jetzt linke Unterarm so quer stelle, dann ist der erste Fußweg vom Boden. Kopf und Knie.
rechte Schulter zu linken und unten durchschauen. Die linke Schulter zum Deki und der Dore durch. Wenn Sie sich aufrichten, oben gerade, wir müssen die drei auf die Seite. Die Mitte zurück. Linke kan zo hoog, entweder nog zo breed op de rechte zitten lang maken, of een beetje lopen. Beide bei Strecke, untere Bauch wieder nach vorne schieben und Brustbeine öffnen. Hand lösen. Unbeizame schließen.
gehen jetzt im tiefen Boot, Ardhanavasana, liebet. Und auch rolle den Bein, ziehe Knie rechts und links bewegen. Locker. Und bleibt auf die Seite links. Darum auf die Seite ist ein Knie, weil das kommt bis zum Boden. Aber wenn du auf jede Seite schaust und versucht, ob er bei Strecke rechter Fuß linke Hand zusammenschließen. Und vielleicht noch rechte Hand und linke Fuß zusammen. Beide Schulter am Boden rauf. Rechte Hand, linke Fuß. Oder vielleicht noch linke Hand und rechte Fuß. Zusammen. Schulter am Boden rauf. Und durch die Mitte zurück. Die Füße hüftbreit aufstellen. Arme über den Kopf kreuzen. Hand zum Ellenbogen. Hand am Ellenbogen. Nimmt Gesäß weg vom Boden. Griff auf die Schulterblätter drauf. Und für die, die können, auf den Kopf drauf, nimmt die Schulter weg vom Boden. Bein und Arm zum Fenster, macht so einen Bogen. Und macht die linke Bein das rechte oben drauf. Liebet. Spür den auf die linke Seite. Schieb Bein und Arm auf die andere Seite links. Macht rechte Bein oben drauf. Bein kreuzen. Und in gerade Position. Im rechten Bein strecken zum Becken. Langsam anziehen, bewusst. Und wir stimmen die Muschel ein bisschen mehr anziehen. Bei Beuge und Rücken auf die Füße.
Stellen drauf. So, die Oberschenkel seitlich vom Rumpf anbringen. Bei Beugen, Fuß zum Decken schauen und rückt auf die Fußsäule drauf. So die Oberschenkel seitlich vom Rumpf abbringen.